dieser wunderbar unprätentiöse Griff in die Musikgeschichtskiste schon beeindruckt. Also da steht alles irgendwie nebeneinander, ob ein eigenes Stück von vor 40 Jahren oder ein Schubert-Streichquartettsatz oder ein Stockhausen. Wichtig ist die unglaublich verschiedenen Zeitabläufe. Einmal ganz langsam, dann wieder die schnellen Teile und die Pausen. Wie wichtig die Pausen sind. Das sind Sachen, die, wenn ich mir so überlege, die Brian Eno zum Beispiel oder auch die Vesuvian, die das ebenfalls, wenn sie eine Langspielplatte haben, wo die Auslaufrelle sehr, sehr lange ist, bevor es sozusagen wirklich aufhört. Hier in diesem Fall kann man das aber sehen. Das ist eine Hommage an Karl Stockhausen. Ja, das ist sehr eigenartig. Der hat mir nämlich manchmal Platten geschickt von sich. Und dann hat er meine Widmung aufgeschrieben. Und da, bei dieser hier, die habe ich mir angehört von ihm. Das war Freitag aus Licht, so elektronische Szenen. Und da dachte ich mir, im Augenblick kann ich gar nichts damit anfangen. Aber es war ein Jahr später, da ging das ganz plötzlich ganz schnell. Und zwar interessierte mich daran, von 74 Tracks, die er da hatte, die, wo er selbst gesungen hat. Und das fand ich einfach sehr aufregend, wie er das machte. So, dann habe ich eigentlich nur noch eine Sängerin dazu geholt und mal die Sachen bei uns ganz anders kombiniert, wie er das jetzt normalerweise macht. Thank you.
Stockhausen eigentlich kennen, mal gehört? Ja, das fand ihr nicht gut. Es gab ja einen Artikel von ihm, wo er eigentlich den ganzen Krautrock sehr kritisiert hat, als nicht waghalsig genug und dass die Jungen zu alt wären. Er hat recht. Ne? Und dass ihr nicht progressiv genug wart. Er fand das eigentlich gar nicht sehr fortschrittlich. Na, überhaupt nicht. Und jetzt auch die ganzen Remixe, die dann von ihm gemacht wurden, das ist das allerletzte. Also damit konnte er gar nichts anfangen. Das muss ich wirklich sagen.